Sehe ich rot oder blau? Welches Päckchen hätten Sie denn gerne? Also ich würde gern das blaue Päckchen nehmen. Ich mag Das blau. blaue. Ja, gut, okay, alles klar. Dann nehmen wir blau. Ja, schaue ich gleich für Sie nach. Oh, Ich das bräuchte ist bloß toll. erstmal. Okay, ich bräuchte bloß erstmal noch ein paar Angaben von Ihnen, also Ja. Name und Anschrift. Wie lautet denn der Vorname bitte? Dorian. Dorian, okay. Und der Nachname? Ist Winter, ganz einfach. Ja, okay. Und die Postleitzahl, Herr Winter? Nochmal? Die Ach Postleitzahl? so, 25826. 826. Und die Straße bitte? Das ist der Fasanenweg 104. Ja, Fasanweg 104 in St. Peter-Ording ist das, ja? Ja, genau. Alles klar. Und einmal noch zur Gewinnberechtigung das Geburtsdatum bitte? Ja, das ist der 3. Mai 94. 94. Und die Telefonnummer bräuchte ich mal bitte noch von Ja, Ihnen. 07221 Warten Sie, 07221. Ja. 99 88 Ja. 431. 431. Okay, alles klar. Gut, dann darf ich Ihnen jetzt auch schon gratulieren. Ja, zu dem blauen Päckchen, denn dahinter verbirgt sich jetzt Oh, tatsächlich ich bin so gespannt. Ein was? ein Gutschein im Wert von 300 € von Boah. Trendtours. Ja? Von was? Trendtours, Was das ist wäre das? ein Reiseunternehmen ist das. Oh, Ja? klasse. Ja, das ist ein Reisegutschein. Sie dürfen sich den selber Danke. aussuchen. Oh, ich freue mich Gerne. total. Okay, das freut mich. Sie dürfen sich dann selber aussuchen, wann, wie, mit wem und wohin Sie reisen und bekommen dann 300 € auf den Reisewert gutgeschrieben. Ja? Oh, ich könnte Okay. singen vor Freude. Der Tag geht Das gut freut los. mich. Okay, das freut mich. Dann schicken wir Ihnen den Gutschein zu. Das ist Ja, total lieb. Sie können sich dann selber was aussuchen. Der wird dann in den nächsten 4 Wochen per Post bei Ihnen Ist eintreffen. das denn, Ja? sagen wir mal, so Deutschland-Urlaub oder kann man da auch Wo ins Sie Außen? hinreisen. Ja, ich wollte gerade sagen, da sind auch Fernreisen mit dabei. Wo Oh, Sie hinreisen, toll. dürfen Sie sich selber aussuchen, Herr Winter. Oh, da Ja? freue ich mich. Oh, das ist toll. Ist das für Okay, ein alles. oder für zwei? Ist egal, das ist ja ein Gutschein, ne? Ach Also so. Sie dürfen sich, genau, das ist ein 300 € Gutschein. Sie dürfen sich dann eine Reise Ihrer Wahl aussuchen. Ja, und die 300 € werden dann verrechnet mit einer Reise Ihrer Wahl. Ja? Boah, oh, ich habe noch nie Gut. was gewonnen. Ich freue mich Okay. total. Na, das freut mich. Dann schicken wir Ihnen das zu. Ja, viel Spaß damit. Und Herr Winter, ich habe aber noch eine kleine Überraschung für Sie, Noch denn eine? unabhängig davon sind Sie heute nochmal in unserer Sonderverlosung Profit und Rente gelandet. Die startet nochmal am 15. Oktober für zunächst 3 Monate. Ja, hier findet dann nochmal jeden Tag eine Ziehung statt. Und nur Sie und 99 Teilnehmer dürfen hier mitmachen, also ein kleiner Kreis. Sie sind dann mit täglich 100 Tippreihen dabei und zusätzlich nochmal jeden Samstag mit Ihrem persönlichen Tipp, wo Sie auch nochmal die Möglichkeit haben, den Jackpot im Alleingang zu knacken. Und im Gewinnfall erwartet Sie dann ein Sofortgewinn in Höhe von 40.000 €, ja, sowie eine monatliche Rente in Höhe von 4.000. Da Sie kann ich wundern. mir mal wieder das Tanken leisten. Toll. Okay. Ach Mensch. Ja, die wird dann 20 Jahre lang gezahlt, die Rente. Ja, Aha. und außerdem haben Sie dann nochmal jeden Samstag die Möglichkeit, auch auf Kleingewinne, also bei 2 richtigen und Zusatzzahl, gewinnen Sie hier sogar schon 50 €. Oh. Ja, und all diese Gewinnchancen garantiert Ihnen dann die Vorteilskarte von Profit und Rente, die ich heute persönlich auf Sie ausstelle. Damit können Sie dann auch beim Einkaufen noch Geld sparen, also 35% beim Online-Einkaufen sowie dauerhaft 5% auf Ihre Einkäufe vor Ort. Wie Zum auch Beispiel, noch? Ey, was ist das denn ja, für ein geiler Tag heute? Gestern habe ich den ganzen okay. Tag gekotzt und heute läuft das richtig toll. Oh, ach Mensch, okay, Ja, ich war Herr Fisch Winter. essen zum Abend Ah, hin. Da haben die noch haben gesagt, ja, komm hier, bin da vorbeigelaufen mit meinem Hündchen. Und dann haben die ja. gefragt, ob ich das für die Hälfte noch haben will, weil die sonst wegschmeißen müssen. Das, ja, Oh okay, mach nein. ich noch einen schönen Deal und dann, oh, Ja. das war echt eine eklige Nacht.
Und vor allem, wir haben so eine Ferienwohnung unter uns. Ich glaube, ich habe den Touris auf den Gartentisch gekotzt. Aber Ach, was, hey. ja, mein, was soll man machen, ne, wenn ich es nicht mehr schnell genug Ja. geschafft habe? Entweder auf den Ja. Kaschmirteppich oder aus dem Fenster. Das waren die Ah. zwei Optionen. Ja. Und im Okay. Ach, Mensch. Zweifelsfall trifft es halt auch nur einen Touristen, ne? Ja. Das ist einfach so. Okay. Die nerven total. Ach, Mensch. Ja, da steht man Ja. im Sommer. Steht man hier eine halbe Stunde beim Bäcker an, wo das im Winter 2 Minuten dauert, weil die dann alle plötzlich meinen, sie müssen an die Nordsee fahren. Das ist Ach total so. nervig. Ah, okay. Und Ja. alle haben sie ihre Hunde und Kinder und am Schreien und benehmen sich alle so, als hätten sie noch nie ihr Dorf verlassen. Wie der Herr Winkler. Die kommen alle nicht Ja. zurecht, wenn sie mal draußen sind. Wahrscheinlich, Das ist total ja. schlimm. Gibt immer welche, die sich daneben benehmen, das stimmt, Ja, die ja. kommen, die benehmen sich ja nicht unbedingt daneben, die sind einfach zu blöd für die einfachsten Sachen. Können plötzlich keinen Busfahrplan mehr lesen, sehen nicht, dass da Einbahnstraße steht, dann steht da riesengroß keine Hunde, was ist, jeder hat so ein Viech auf dem Schoß. Es ist echt zum Heulen. Wo ist denn Ihr Ja. Callcenter? Wir sitzen in Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Oh, da ist auch schön. Ist das nicht da, wo die ganzen Berge sind? Nee, in Magdeburg sind keine Berge. Nee, aber in Hier ist Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt, ja, kann schon sein, dass hier irgendwie im Harz wahrscheinlich, meint sie Ja, bestimmt. genau. Da ist meine Ja. Mutter immer hingefahren früher. Ach so, Ich wollte da okay, nie ja. mit. Ich bin ein Okay. Flachlandkind. Ich kann mit Bergen nichts anfangen. Ja, ich wollte gerade Ich sagen, muss immer wir. irgendwelche Schafe und irgendwie Wasser haben, sonst fühle ich mich unwohl. Da sinkt dann Ach das so. Komfortlevel. Aha, Das ist nicht okay. schön. Aber Ja. was will man machen? Man kann sich's ja nicht aussuchen, ne? Außer die Nee, das Touris. stimmt. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist echt zum Du, ich Heulen. werde. Ja, Herr Winter, ich wollte noch sagen, mit der Rabattkarte, die Vorteilskarte, was ich Ihnen jetzt gerade angeboten hatte, ne? Geht die Mit auch dem Geldschein hier hin. in den bei den Ja, ganzen Läden? natürlich. Ja, natürlich gilt die auch bei Ihnen an der Nordsee. Ist Ja, das toll. also da sind über 400 Geschäfte dabei, auch Supermärkte, ja, Kleidung, Schuhe, im Internet, Amazon Oh, zum Beispiel. Amazon Ja, auch? Amazon, genau, Oh, ich meine, Mediamarkt. ich kaufe ja am Ja? liebsten hier in der Flaniermeile im Bad ein. Da sind ja die ganzen Okay. tollen Geschäfte, so Camel und Bugatti und Ah. sowas, ne? Ich meine, da kriegt Okay. man als Einheimischer ja auch schon Rabatt. Die Touris zahlen den Unterschied. Die schlagen das Aha. drauf. Und dann kriege ich da nochmal Rabatt mit ihrer Karte. Genau, Sie kriegen dann 35% online und 5% vor Ort im Geschäft. Ja, Boah. kriegen Sie Rabatt, genau. Und wo Sie Egal vorhin das wo. Auto, 400 Geschäfte sind dabei, die kriegen Sie noch aufgelistet, Herr Winter. Oh, ist Ja? das geil. Ja, und wo Sie vorhin den Tankrabatt erwähnten, also tanken können Sie mit dieser Karte auch. Da gibt es dann auch nochmal 5% pro Tankfüllung von uns zurück, egal wo Sie tanken. Ja? Wer verschenkt das denn alles? Wer ist denn da Nee, so verschenken tun wir es großzügig? natürlich nicht, Herr Winter. Also ein kleiner Betrag ist natürlich dabei. Und zwar sind das 1,66 € pro Tag. Im Monat kommen wir dann auf einen fairen Betrag von nur 49,90 € Ja, aber da und für bestelle ich mir Lebensmittel einmal dafür. meine neuen geilen Schuhe, dann habe ich das doch schon wieder raus. Ich meine, das ist doch, da verbraucht der Einzelne doch viel mehr, als er einzahlt. Wie funktioniert das denn? Ja, also wie gesagt, 49,90 € im Monat und 5% im Geschäft und online 35%. Ja, aber Ja, das Herr rechnet Winter? sich für Sie doch gar nicht. Na, wie gesagt, einfach mal ausprobieren. Das ist ja ein Gewinnspiel, Herr Winter. Ja, es kostet was, aber es lohnt sich. Probieren Sie es aus, die 3 Monate. Ja, und dann werden Sie sehen, dass es sich lohnt. Ich meine, das Nennen Sie lohnt mir sich ein. jetzt ja, die ganzen geilen Läden, die stellen jetzt ja gerade auf die Herbst-Winter-Kollektion um. Ne? Die anderen Sachen sind jetzt im Ausverkauf und dann Wie lohnt sich gesagt, das ja richtig. ausgewählte Geschäfte sind dabei, aber über Ja. 400, ja, da ist wirklich für jeden was dabei. Oh Gut, yeah! also probieren Sie mal, ja, für die 3 Monate sind Sie mal mit dabei, Herr Oh, wenn ich Winter. das nachher in der Strandbar erzähle, die werden alle so neidisch auf mich sein. Kann man sich da Okay. auch so anmelden oder geht das nur, wenn Sie da den Kontakt aufbauen? Also wenn Sie hier anrufen, genau, richtig, wenn Aber Sie so einen Glückslos aber haben. da könnten, aber andere könnten da jetzt nicht anrufen, wenn die die Nummer haben. Die müssen dieses Los haben, ja.
Genau, richtig. Schade, sonst hätte ich das noch ein bisschen rumerzählt, weil das ist ja meine Güte, was man da alles an Geld sparen kann. Ich meine, hier in St. Peter, da juckt uns das ja nicht großartig, aber mir geht's da ums Okay. Prinzip. Wenn ich irgendjemandem Geld wegnehmen kann, dann mache ich das. Okay, gut, Herr Winter. Haben oder Also, nicht, ne? genau, Ich richtig. meine, Dann brauche ich ich habe jetzt. erst 16 Strasshalsbänder für meinen Fifi, da müssen noch mehr ran. Und die Kohle, die ich dann bei meinen Schuhen spare, da kann ich mir hier beim Hundeladen schöne Halsbänder kaufen. Oh, Okay, gut. toll! Ich Herr freue mich Winter, so. das freut mich. Dann nennen Sie mir mal 7 Zahlen bitte. Zwischen 1 und 49, mit denen ich Sie dann ins Rennen schicken Oh, darf. das hört sich ja fast nach Lotto an. Ah, die 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Das war jetzt zu schnell, so schnell Die konnte sie ich nicht mitschreiben. einfach die 7, 7er 14, Reihe. ja, 7, 14, 28, 21, 28. Einfach die 7er Reihe runter. Die 7er Reihe runter. Okay, gut, alles klar. Und dann mache ich die Unterlagen für Sie jetzt fertig, Herr Winter. Ja, die kommen Ist dann ja in die meine nächsten Tage. Glückszahl, ne? Okay, gut, alles klar. Ja, dann kommen die Unterlagen in den nächsten Tagen Was für denn Sie für nach Hause. Unterlagen? Die Spielunterlagen jetzt, Herr Was für ein Winter. Spiel Ja? denn? Na, das Spiel jetzt hier, was wir gerade besprochen haben mit der Was? Rabattkarte. Nee, Das ist. ich wollte nicht spielen, ich wollte diese tolle Karte wollte ich haben. Das gehört alles in einem, Herr Winter. Das ist ein komplettes Paket, Da ja? kommt jetzt der Haken. Ich habe mich schon gefreut gehabt. Nee, wieso Haken? Ich hatte es Ihnen ja vorher erzählt gehabt. Bloß dann sind wir irgendwie vom Thema abgekommen, weil Sie Ja. von der Nordsee erzählt hatten. Ja, die ist ja auch Also ich schön. hatte Waren Sie schon mal hier? ja, ich war schon mal in Husum, In Husum? Oh, da ist auch ganz ja, toll. Die kenne ich, graue Stadt am Meer. Wo ja. haben Sie da genächtigt? Ich kenne da ganz viele Hoteliers. Privat, nicht im Hotel, Ach privat. Gottchen. Das ist Ja. so ein Unding ist das. Da geht ja der ganze Wohnraum für die Einheimischen verloren durch sowas. Ja, nee, ich war bei einer Freundin zu Besuch, die Ach hat mich so, eingeladen. das ist dann wieder Ja. was anderes, dann habe ich nichts Ja. gesagt. Ja. Gut, okay. Herr Ta Winter, ta also ta. noch mal Ja? ganz kurz, um auf das Paket hier zurückzukommen. Also, das ist ein Paket, Das darum war hat es jetzt ja das dieses. Rote, ne? Nee, ich rede jetzt nicht von dem Geschenk, Herr Winter. Ja? Ich rede jetzt von den zusätzlichen Päckchen für 49,90, ne? Da ist die Rabattkarte mit dabei und Sie haben dann nochmal jeden Tag die Chance auf die Geldgewinne. Darum hatte ich ja die Glückszahlen jetzt von Ihnen mit aufgenommen. Ach Das so. sind Ihre, Nee, ja, das sind Ihre. aber Lotto spielen ist ja unschicklich, das macht man ja nicht. Na, das ist ja kein Lotto. Das ist ja die Rentenmillion hier. Das nennt sich, wie gesagt, Vorteilskarte. Da haben Sie eben die Möglichkeit, Geld zu gewinnen und Geld zu sparen mit dieser Rabattkarte. Das kostet 49,90 im Monat. Ja, und wenn ich Ihnen das jetzt zukommen lasse, sind Sie für die 3 Monate zunächst mit dabei, Herr Winter. Ja, 3 Monate3 Monate? irgendwann. 3 Monate, Oktober, November, Dezember wäre das. Lohnt sich So das denn monatlich für 49, Sie, das nur für 3 Monate zu machen? 49. Na, wie gesagt, Sie können ja selber entscheiden, Herr Winter. Kann Ja, man das verlängern? wir bieten es erstmal 3 Monate an. Danach entscheidet der Kunde. Also wenn Sie sich dann nicht melden bei uns, wird es automatisch verlängert um 3 Monate. Also das geht immer Natürlich zu in den. Intervallen. Das geht immer 3 Monate, richtig. Und das ist klasse. Und das Ding klatsche ich dann dem Typen an der Tankstelle hin, dann muss ich weniger bezahlen. Nee, das funktioniert anders, Herr Winter. Sie müssten uns dann die Quittungen einreichen. Einmal im Monat können Sie das machen, dass Sie uns das per Post oder E-Mail zukommen lassen und das Geld gibt es von uns zurückerstattet. Ja? Wer ist Also denn an. eigentlich uns? Wer betreibt das denn alles? Das geht über die Profit- und Rente-Card. Profit und Rente, habe ich noch nie Ja, gehört. Profit und Rente nennt sich das Ganze. Wer betreibt das? Vorteilskarte. Das ist hier von uns vom Gewinnspielservice eine Aktion. Ach so. Und Der Sie mal, Veranstalter, ja, ich genau, wollte Sie nicht der unterbrechen. Veranstalter ist die VSG, Verbraucherservicegesellschaft in Hamburg. Verbraucherservicegesellschaft, habe ich auch noch nie gehört. Genau. Nennen Sie Ja. das inzwischen nicht mehr Elite Premium Service AG, hat das jetzt einen neuen Namen? Elite Premium Service AG, war das früher mal, die Bonus Royal Card. Kennen Ah, Sie schon? ja, kenne ich, weil die sind ja im ganzen Internet bekannt, weil das so miese Betrüger sind. Dann haben die sich jetzt einen neuen Namen zugelegt, damit das wieder funktioniert. Ich hab das Prinzip Okay. schon verstanden.
Nee, Betrüger sind das nicht, Herr Winter. Na doch, das ist, geben Sie das mal bei Google ein, das sagt der Verbraucherschutz, das sagen diverse Nein, Herr Winter. Anwaltskanzleien, die ihre Hilfe anbieten. Bei Kai-Uwe Mayer können Sie das auf YouTube hören, bei der Telefonziege auch. Okay, habe ich noch nie was von gehört. Das sollten Sie vielleicht mal gucken. Also ist natürlich nicht ganz so nett, ne? Also im Internet steht ja sowieso mal viel, was man nicht Das glauben sage ich kann. der Tourismuszentrale, dass wir hier überall Flyer auslegen. Ja, also im Internet steht ja immer viel, was man nicht glauben kann. Ja? Doch, doch. Gut. Also dem Verbraucherschutz und Anwaltskanzleien glaube ich schon, irgendeiner dubiosen Firma aus der Schweiz eher nicht. Okay. Das ist echt Na gut, also schade. das müssen Sie jetzt entscheiden, ob Sie hier mitmachen oder nicht für die drei Naja, Monate. nach der Faktenlage Ja? stellt sich die Frage ja eigentlich gar nicht mehr. Da wäre ich ja saublöd, wenn ich da mein Geld reinstecke. Warum denn so blöd? Ich hatte Ihnen ja gesagt, mit der Rabattkarte sparen Sie ja auch Geld. Nee, hier Ne? steht, Waren hier Sie im am Internet Anfang so stehen begeistert überall von? von Leuten drin, die abgezockt wurden. Warum sollte ich das Risiko eingehen? Okay, also ich kann nur aus Erfahrung her sagen, dass unsere Kunden bisher immer zufrieden waren, Herr Winter. Ist Haben Sie das denn das selber schon Feedback, mal das Ihnen die mitgemacht? Vorgesetzten geben, oder glauben Sie das wirklich? Ich glaube das wirklich. Oh Haben Sie denn Mann. schon mal Haben Sie denn überhaupt schon mal mitgemacht bei uns, dass Sie darüber urteilen können? Nee, also mir reicht es, wenn die Verbraucherschutzzentrale sagt, Achtung, unseriös, was will ich mir da noch selber ausprobieren? Ich laufe doch auch nicht in ein Minenfeld rein, weil Leute sagen, da passiert nichts. Ja, ich wollte gerade sagen, man macht ja nicht das, was andere sagen, oder? Wenn jemand sagt, springen Sie von der Brücke, springen Sie doch auch nicht von der Brücke. Nee, aber die Leute sagen ja im Internet gerade, spring nicht von der Brücke, während sie sagen, spring von der Brücke. Passiert schon nichts. Nein, das machen wir natürlich Unsere nicht. Also Brücke wie ist ganz gesagt. sicher, da können Sie runterspringen. Der Asphalt darunter ist gummiweich und kuschelig wie ein Federbett. Okay, Oh, toll. gut. Also wie gesagt, Also der ich würde Kunde sagen, kommen Sie mal entscheidet. lieber an die Nordsee und bauen Sie eine Sandburg. Da ist der Gesellschaft ein größerer Dienst getan, als hier die Leute Ach, ich abzocken. fahre nicht so gerne an die Nordsee. Ja, das glaube ich. Ich erteile Ihnen hiermit auch Hausverbot, weil so Leute wollen wir hier gar nicht haben. Ja, na, ich finde es sowieso an der Ostsee schöner. Pfäh, Ostsee. Geht gar nicht. Ist ja Geschmackssache. Gut, Herr Genau. Winter, dann bleibt es bei Ihrem blauen Päckchen, das schicken wir Ihnen zu. Nee, will ich auch nicht Ja, und haben. Wer wollen weiß, Sie was nicht die da haben. mitschicken. Das sind, am Ende sind da Viren drin oder irgendwas. Okay, gut, alles klar, Herr Winter. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Danke für den Anruf. Ja, Tschüss. gerne. Bis nachher. Tschüss. So, Leute, los. Wir fahren schnell dahin. Wir haben die Nummer rausgefunden. Los, los. Mach den Bulli voll. Wir fahren da jetzt gleich hin. Sag den anderen noch Bescheid. Die Albaner sollen auch mitkommen. Los, los, mach hin. Ja, pack die Tasche auch mit ein. Los, los. Kamera, Equipment, alles. Wir fahren da jetzt sofort hin. Los. Aber was sollen wir da denn machen? Wir haben das genau besprochen. Wir fahren da jetzt hin. Wir gucken uns das nicht mehr länger an. Du weißt, was die mit meinem Opa gemacht haben. Jetzt gehen wir dahin. Das ist ein bisschen Fahrt, aber wir fahren jetzt los. Das wird Navi seit 5,5 Stunden sind wir da. Hoffentlich machen die den scheiß Budi jetzt zu vor Angst. Ah, ich liebe das.